Herzlich willkommen bei Slaven Streamt Sport. Wir spielen wieder Democracy 4 und hoffen, dass wir eine weitere Amtszeit bekommen. Wir sind in der Politik und wir haben es in der letzten Ausgabe tatsächlich geschafft, wiedergewählt zu werden. Aktuell haben wir hier einen Wert von 57% von den Wahlabsichten der ganzen Leute und 72% durchschnittliche Zustimmung. Also es sieht sehr, sehr gut aus. Wir befinden uns, wie gesagt, direkt nach der Wahl, also komplett am Anfang unserer neuen Amtsperiode. Und wir hoffen, dass wir das Ganze nochmal schaffen, nochmal gewählt zu werden. Den Anfang unserer politischen Karriere, den gab es natürlich in der allerersten Ausgabe. Da haben wir, glaube ich, 4 Ausgaben gezockt und sind dann leider bei der ersten Wiederwahl gescheitert. Wir wurden nämlich nicht wiedergewählt. Und jetzt haben wir es besser gemacht und jetzt hoffen wir, dass es so weiterläuft. Ich werde jetzt die Kamera hier rechts unten gleich mal ausmachen und mich also hier verabschieden, denn ansonsten seht ihr das meiste nicht. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall verhindern. So, jetzt haben wir einen schönen Überblick. Jetzt gehen wir rein ins Spiel und schauen, was wir hier direkt zu Beginn machen können. Wir haben Ausgaben von 198,69 Billionen, aber wir haben ein Einkommen von 172. Das heißt, die Ausgaben sind zu hoch oder das Einkommen ist zu niedrig, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Die Steuer haben wir ja gesenkt. Ich würde fast sagen, dass wir die Steuer wahrscheinlich jetzt wieder Stück für Stück ein bisschen erhöhen. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Dann haben wir mehr Einkommen. Das kostet uns jetzt 9 Punkte. Das machen wir. Wir müssen Stück für Stück jetzt einfach wieder ein bisschen schauen, dass wir Geld einnehmen können. Und die Ausgaben verringern. Die Rente ist immer noch relativ hoch. Kann ich die nochmal senken? Nee, kostet zu viel. Okay, ich habe jetzt tatsächlich nichts mehr einzusetzen. Das heißt, wir müssen direkt mal weiterklicken. Das wird uns jetzt natürlich finanziell weiterhelfen. Die Frage ist nur, ob es uns in der Popularität hilft. Wahrscheinlich eher nicht. Die Wählerschaft hat bemerkt, dass sie ihre Einstellung zum politischen Inhalt Einkommenssteuer geändert haben. Nein! Das wirkt sich natürlich jetzt aus auf das Vertrauen. Aber wir haben einen Umfragewert von 72%. Also nach der Wahl schießt es komplett nach oben. Wir können also sehr, sehr zufrieden sein damit. Und wir haben das Einkommen jetzt näher an die Ausgaben rangebracht. Trotzdem müssen wir die Ausgaben jetzt versuchen, noch ein bisschen mehr zu senken. Die Frage ist, wie machen wir das? Gesundheitscoupons können wir noch mehr senken. Machen wir jetzt einfach mal. Dann können wir vielleicht nochmal die staatlichen Schulen, die Kosten ein bisschen senken. Ja, das machen wir jetzt einfach. Das gibt natürlich ein paar Wählerstimmen, dass das kostet am Ende. Das ist ganz klar, aber jetzt am Anfang der Periode, der Amtsperiode, können wir uns ruhig mit ein paar Wählergruppen es verscherzen. Und ich würde auch sagen, die gesetzliche Rente senken wir jetzt auch nochmal. Die Frage ist, ob ich auch das Rentenalter vielleicht ein bisschen erhöhen könnte. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich das einstelle. Irgendwo kann ich das Rentenalter einstellen. Das würde ich jetzt direkt mal nochmal erhöhen. Wo könnte man das denn einstellen? Rentenalter. Weil das wäre natürlich auch ein Ding, das jetzt nochmal ein bisschen zu verändern. Rentenalter, hier haben wir es. Perfekt. Wir schrauben das Rentenalter um 1 nach oben. Das hilft der Wirtschaft. Und jetzt glaube ich, sind wir, was Einkommen und Ausgaben angeht, kommen wir ein bisschen mehr wieder auf eine Spur und dann haben wir hier kein Defizit, sondern ein Einkommen. Und dann können wir die Staatsschulden hoffentlich ein bisschen weiter drücken. Und am Ende dieser 4-jährigen Periode können wir natürlich dann wieder um Beliebtheit buhlen und das Geld dann einsetzen, das wir gespart haben. Wir haben jetzt noch ein Defizit von 6,6, also wir kommen der ganzen Sache näher. Oh, und ein Nachbarland hat einen Atomwaffentest durchgeführt. Wer könnte das wohl sein? Es wird kein Name genannt. Kriegen jetzt die Patrioten natürlich Angst und das Vertrauen, dass wir eine starke Führungsperson sind, das sinkt. Das ist natürlich problematisch. 64%. So, die Beliebtheit sinkt jetzt. Das war klar, dass das passiert. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben das noch alles im Griff. Und ich würde sagen, wir schrauben jetzt weiter daran, dass wir das Defizit loswerden. Wie könnten wir jetzt noch mehr Geld sparen? Staatliche Schulen, Kindergeld. Wollen wir das Kindergeld ein bisschen senken? Kleines bisschen können wir das, glaube ich, senken, oder?
glaube, damit sollten die doch noch klarkommen. Das Einkommen. Wie könnten wir das Einkommen erhöhen? Vielleicht ein bisschen mehr Eigentumssteuer? Bisschen mehr Eigentumssteuer verlangen wir jetzt. Das finde ich eine ganz gute Idee. Und dann würde ich sagen, wollen wir noch ein bisschen mehr Umsatzsteuer. Also wir schrauben das jetzt alles mal ein bisschen hoch. Und wir können das dann immer noch wieder verändern. Natürlich werden die Wähler das merken und uns nicht mehr so viel vertrauen. Hier steht es schon wieder. Rückgängig machen eines politischen Inhalts. Das sorgt ordentlich dafür, dass wir Beliebtheit verlieren. Aber ich glaube trotzdem, dass uns das über die Zeit hinweg hilft, dass wir eben finanziell besser dastehen. So, Haushaltsbericht. Wir haben einen Überschuss von 8,5 Billionen. So, das wollte ich sehen. Die Beliebtheit wird jetzt gerade gar nicht angezeigt, macht aber auch nichts. Wir sehen es, dass wir jetzt mehr Einkommen als Ausgaben haben. Das ist ein Überschuss von 8,5 Billionen. Und genau das wollte ich haben. Und jetzt können wir schauen, dass wir wieder ein bisschen an der Beliebtheit schrauben. Wir sind nämlich jetzt angekommen bei 68%. Das ist immer noch echt top. Und jetzt wollen wir schauen, dass wir das weiter nach oben drücken können. Also Transport, was könnten wir machen? Subvention für Schnellfahrstrecken. Das würde ich sagen, können wir einführen, obwohl das recht viel kostet. Nee, das können wir nicht machen. Das kostet ja richtig viel Geld. Eine Staugebühr können wir machen. Das führen wir jetzt mal ein. Ja, eine schöne Staugebühr. Das finde ich super. Dann sorgen wir hoffentlich dafür, dass die Staus ein bisschen nachlassen. Damit haben wir eh ein paar Problemchen bei uns im Land. An sich können wir hier einiges machen. Ihr seht das. Städtische Bauernhöfe vielleicht. Ja, würde ich auch machen. Das sorgt für ein bisschen Beliebtheit. Kostet ein bisschen was, aber das kriegen wir hin. Wir müssen uns jetzt sozusagen ein bisschen Beliebtheit erkaufen. Bei ein paar Leuten. Bei wem genau, werden wir gleich feststellen. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal so. Wo könnten wir vielleicht bei den Ausgaben noch was drücken? Sozialfürsorge. Machen wir noch ein bisschen niedriger. Würde ich sagen. Jetzt klicken wir weiter. Die Punkte, die übrig geblieben sind, sparen wir uns. So, wie sieht es aus mit der Beliebtheit? Wie entwickelt sich das Ganze? Eine dringende politische Frage müssen wir erst klären, nämlich zur Ölversorgung. Wir könnten Truppen aussenden, um Gottes Willen. Nein, auf gar keinen Fall Truppen einsetzen. Jetzt sind die Patrioten natürlich sauer und die Ölversorgung leidet, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Das machen wir auf gar keinen Fall. Wir wollen auf gar keinen Fall in einen Krieg verwickelt werden. So, laut Umfragen 61%. Wir halten uns jetzt relativ konstant. Es geht ein bisschen runter, aber das ist nicht schlimm. Das ist alles absolut im Rahmen. Und wir kriegen richtig viel politisches Vertrauen dazu. Also das läuft wirklich richtig, richtig gut. Hier nochmal für alle Neuen. Wenn ich hier sortiere, sehen wir den hellblauen Balken im Hintergrund. Seht ihr das? Wie der immer weniger wird hier, wenn wir nach unten gehen. Das heißt, so groß ist die Gruppe. Also wir haben unglaublich viele Liberale. Heißt also, die sollte ich auf jeden Fall glücklich machen. Denn dann habe ich viele Wählerstimmen, die ich sozusagen dafür bekomme. Wir haben viele Normalverdiener, die sind jetzt nicht ganz so glücklich, weil wir die Einkommensteuer erhöht haben. Die werden wir aber noch glücklich kriegen. Das machen wir dann schon. Sobald wir bei der Hälfte sind, gehen wir mit der Einkommensteuer auf jeden Fall wieder runter. Und hier sehen wir zum Beispiel, wie glücklich die Leute sind. Also die Umweltschützer und die Pendler sind mega glücklich und eher weniger glücklich sind die Vermögenden. Also wir machen definitiv keine Politik für die Reichen, aber das wollten wir auch nicht. Wichtig war uns jetzt in erster Linie sowieso erstmal, dass wir überhaupt nochmal gewählt werden, ehrlich gesagt, nach dem Fiasko bei unserem ersten Versuch. So, aber wir wollen jetzt nochmal in Sachen Transport was machen. Aber das kostet alles zu viel. Fahrverbot für Frauen könnten wir einführen. Wollen wir natürlich auf gar keinen Fall machen. Aber was ich gern machen würde, ist etwas, wo wir vielleicht die Staus nochmal reduzieren können. Das haben wir nämlich hier. Das würde ich sagen, wir machen Mautstraßen. Da erhöhen wir außerdem nochmal unser Einkommen. Das führen wir jetzt auf jeden Fall mal ein. Richtig viel gekostet jetzt. Startup-Kampagne, was könnte man da machen? Kostet ein bisschen was. Erfreut aber relativ viele Leute. Das machen wir auch. Gehen wir direkt hier hoch. So. Und weiter geht's. Es geht ruckzuck. Sobald man mit dem Spiel ein bisschen klarkommt, kommt man wirklich schnell, schnell vorwärts.
Wahlbericht sieht alles gut aus, finde ich. Negativ Bruttoinlandsprodukt, das könnte langsam problematisch werden. Aber ansonsten sieht es gut aus. Wir haben immer noch einen Überschuss. Ja, wir haben eine ordentliche Effizienz und Vertrauenswürdigkeit im Kabinett. Das passt auch noch. Aber die Wählerstimmen lassen jetzt so langsam nach. Das ist aber gar kein Problem. Das werden wir alles noch kitten können, wenn es dann Richtung Wahl geht. So, welche Gruppe müssen wir jetzt glücklicher machen? Auf jeden Fall die Normalverdienenden. Definitiv. Die Liberalen natürlich auch noch ein bisschen. Vielleicht können wir da ein paar Kleinigkeiten machen. Verbot der Ladenöffnung an Sonntagen zum Beispiel. Das macht sie ganz unglücklich. Was ist denn, wenn ich hier auf Hoch gehe? Was bedeutet das dann? Dass wir quasi am Sonntag öffnen dürfen? Ja, ich bin dafür, am Sonntag zu öffnen. Das machen wir jetzt einfach in dieser Runde. Mehr machen wir gar nicht. Vielleicht werden die dadurch richtig glücklich. Anfertigung von Backwaren für homosexuelle Kunden. Was ist denn jetzt los? Man hat die Bäckerei eines gläubigen Paares wegen Diskriminierung angezeigt. Sie weigerten sich, eine Festtagstorte für ein gleichgeschlechtliches Paar anzufertigen. Um Gottes Willen. Ihre Kirche lehnt Homosexuelle ab. Um Gottes Willen. Okay, wir unterstützen natürlich das gleichgeschlechtliche Paar. Sowas geht ja gar nicht. Da werden jetzt die Religiösen ein bisschen sauer, aber die Liberalen freuen sich. Das kommt uns absolut zugute. So, und wie sieht's aus? Wir haben immer noch einen Überschuss. Wie sieht's aus mit den Wählerstimmen? Sind die gestiegen? Ja, sie sinken ein Ticken, aber es ist nicht schlimm. Also wir haben es tatsächlich einigermaßen im Griff. So, und wie ist es jetzt mit den Liberalen? Sind die da jetzt glücklich oder unglücklich? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Inwiefern sich das auswirkt. Eigentlich war das doch gut, oder? Habe ich jetzt nicht verstanden, was hier was bedeutet, ehrlich gesagt. Aber gut, das lassen wir jetzt einfach so, wie es ist. Vielleicht habe ich da jetzt auch in die falsche Richtung den Regler bewegt, aber das habe ich jetzt noch nicht wirklich verstanden, in welche Richtung das da richtig wäre. So, die normalen Verdienten, die sind natürlich mega unglücklich. Die müssen wir irgendwann wieder glücklich machen. Aber das machen wir dann am Ende. Das können wir jetzt noch nicht machen, weil sonst würden wir viel zu viel Geld ausgeben. Wie sieht es aus mit der gesetzlichen Rente? Wollen wir die nochmal senken? Ich würde schon sagen, die senken wir jetzt nochmal. Denn wir haben ja weniger Rentner mittlerweile. Gleichzeitig könnten wir zum Beispiel auch sagen, dass wir vielleicht nochmal mit dem Rentenalter hochgehen. Ich weiß nur nicht, wo ich das einstelle, ehrlich gesagt. Hier, glaube ich, war das, ne? Rentenalter. Lass uns das Rentenalter nochmal nach oben stellen und nochmal auf 69. So. Dann haben wir weniger Rentner. Und wir haben jetzt die Rentner ein bisschen unglücklich gemacht. Das kommt uns auf jeden Fall zugute. Gesetzesvorschlag zu genmanipulierten Lebensmitteln. Verkauf von Genfood verbieten oder erlauben? Ich habe es bis jetzt immer verboten, aber ich erlaube das jetzt mal. Denn wir müssen das Bruttoinlandsprodukt im Blick behalten und natürlich die Kapitalisten. Die Umweltschützer sind eh total glücklich mit uns. Die wählen uns sowieso laut aktuellem Stand. Deswegen haben wir da nichts zu befürchten. Wir haben jetzt einen Überschuss von 7,3 Billionen, also das hat sich gelohnt mit den Rentnern. Und in Sachen Umfrage hat uns das nur ein bisschen was gekostet. Also wir sind aktuell auf Kurs, würde ich sagen, wiedergewählt zu werden. Was können wir jetzt noch machen in Sachen Steuer? Öffentliche Steuererklärung, was würde das bedeuten? Kostet nichts, was bringt uns das? Nee, das macht uns die Liberalen unglücklich, das wollen wir auf gar keinen Fall. Zuschüsse für Reformkost brauchen wir auch nicht. Vielfliegersteuer. Nee, bringt uns nicht viele Vorteile. Strafvermögenssteuer. Nee, das ist alles nichts, was mir was bringt. Ich möchte gern, dass die Normalverdienten ein bisschen glücklicher werden. Gibt es da nichts zum Einstellen? Hier haben wir. Steuergutschriften für Gesundheitsvorsorge. Das kostet richtig viel Kohle, das können wir uns nicht leisten. Nee, nee, wir brauchen irgendwas, was uns Einkommen generiert. Was haben wir? Steuer auf leerstehende Immobilien. Das finde ich gut. Das führen wir jetzt ein. Und dann schauen wir mal, was wir noch machen können.
Wiederaufforstung, das freut die Umweltschützer, braucht die Umweltschützer müssen wir nicht unbedingt glücklich machen, die sind eh schon wahnsinnig glücklich. Wir müssen eh eher schauen, wie wir nochmal vielleicht ein bisschen was einnehmen können. Das ist hier nicht drin. Steuern wollen wir jetzt eigentlich auch nicht nochmal erhöhen. Nö, das sparen wir uns jetzt erstmal. Wir stehen eigentlich ganz gut da jetzt mit dem Überschuss, mit der Popularität. Also bis jetzt gefällt mir das ganz gut. Ich glaube, das machen wir jetzt, Stand jetzt ganz gut. Kriegsregion. In einem Nachbarland ist Krieg auch ausgebrochen. Um Gottes Willen. Haben den Überschuss, das passt. Wahlbericht passt auch. Ja, die illegale Einwanderung droht jetzt, ganz klar, wegen dem Krieg im Nachbarland. Da machen wir jetzt aber erstmal noch nichts. Unsere Umfragen passen, die stabilisieren sich jetzt bei 55%. Sehr, sehr gut. Damit bin ich jetzt sehr zufrieden. Wir haben jetzt immer einen schönen Überschuss, das heißt, wir können nachher das Geld nochmal ein bisschen rausballern. So, was können wir noch einführen? In Sachen Steuer. Da haben wir schon geguckt. Alkoholsteuer, Internetsteuer, kostet alles viel zu viel. Kostet zu viel politisches Kapital. Vielleicht sollten wir das mal sparen. Aber hier müssen wir wahrscheinlich jetzt was machen in der Sicherheitsfrage, weil wir im Nachbarland Krieg haben. Das kann natürlich schon zu Problemen führen. Aber ich möchte eigentlich kein Staat werden, kein Polizeigewaltstaat. Pressefreiheit stellen wir jetzt mal aufs Maximum. Das finde ich gehört sich sowieso. Und dann sparen wir die restlichen Punkte jetzt mal. Können wir vielleicht nachher mal schauen, was wir auf Alkohol für eine Steuer verhängen können. Keine Schließung ländlicher Banken. Das hatten wir schon mal das Thema. Die Banken zur Öffnung zwingen. Nö, absolut nicht. Da werden die Landwirte jetzt böse, aber damit müssen wir leben. Also ich finde wirklich, dass das nicht nötig ist, dass die Banken ständig offen haben müssen. So, einer unserer Minister wird wahrscheinlich bald zurücktreten, den sehen wir hier, den werden wir nicht mehr glücklich kriegen. Umfrage 54%, sinkt ganz leicht, aber wir sind immer noch absolut im Rahmen. Und jetzt haben wir 36 Punkte politisches Vertrauen. Jetzt glaube ich, können wir mal hier ein bisschen mehr machen in Richtung Steuer. Da ging doch jetzt was. Nee, wo war das nochmal mit dem Alkohol? War doch irgendwas vorhin, wo war das? Das war doch bei der Wirtschaft oder bei der Steuer, ich bin mir nicht sicher. Jetzt finde ich es nicht mehr. Steuer auf abgeführten Gewinn. Das würde uns schön Einnahmen generieren. Das finde ich eigentlich ganz geil. Lass uns die Steuer mal einführen. Da kriegen wir richtig schön Einnahmen. Das probieren wir jetzt. Aber irgendwo war doch was mit einer Alkoholsteuer oder sowas, ne? Das finden wir jetzt nicht. Irgendwo war das. Religionssteuer. Nee, das machen wir auf gar keinen Fall. Strafsteuer für Großmärkte, nee. Strafvermögenssteuer, Transaktionssteuer, Verpackungssteuer. Willensteuer, oh ja. Das machen wir auf jeden Fall. Das macht die Renten ein bisschen unzufriedener. Aber das sorgt für Einnahmen. So, und jetzt geht's weiter. Also ich finde es ganz gut, dass wir jetzt erstmal auf die Einnahmen schauen, aber wir müssen jetzt so langsam wieder auf die Beliebtheit achten. Amnestie für illegale Immigranten. Illegale Immigranten. Okay, jeder weiß, dass sich illegale Immigranten in unserem Land aufhalten. Das ist eine ganz, ganz schwierige Thematik, Leute. Auch in der Realität. Ja, Amnestie ist immer so eine schwierige Sache. Kann man eigentlich nicht machen. Die Frage ist, kommen die aus einem Kriegsgebiet oder nicht? Ich würde die Amnestie jetzt mal ablehnen. Weil wir sonst ein Problem mit der Beliebtheit bekommen. Kabinettsbericht. So ein Mittelweg wäre halt schön. Aber den konnte man hier jetzt nicht wählen. So, wir haben auf jeden Fall jetzt ordentlich an Beliebtheit dazu gewonnen. Warum auch immer. Weil wir die Reichen besteuert haben wahrscheinlich. Das finde ich jetzt ganz geil. Die Vermögenden sind jetzt richtig unglücklich. Die Religiösen auch, die Patrioten auch und die Konservativen auch. Muss ich ehrlich sagen, entspricht ungefähr meiner politischen Einstellung. Wenn die unglücklich sind, finde ich es nicht ganz so schlimm. Mir ist es viel wichtiger,
dass die Leute hier oben glücklich sind. Die Eltern zum Beispiel, die Jugend, die ethnische Minderheit, die Rentner sind auch einigermaßen zufrieden, die Liberalen sind zufrieden, wir haben die Umweltschützer, die Pendler, die Armen, die sind alle zufrieden. Das ist doch schön, finde ich. Also damit können wir sehr zufrieden sein. Die Selbstständigen allerdings sollten natürlich schon auch grundsätzlich noch ein bisschen glücklicher werden, denn die sind sehr, sehr wichtig natürlich für unser Land. 23 Punkte haben wir, was können wir jetzt nochmal einführen? Verbraucherrente. Nee. Recht und Ordnung. Das finde ich alles sehr, sehr schwierig. Antikorruptionsbehörde. Ja, die führen wir mal ein, das ist wichtig. Eine Antikorruptionsbehörde, dass die Korruption im Land ein bisschen sinkt, das finde ich gut. Haben wir überhaupt noch Punkte zu vergeben? Drei, die sparen wir. So, jetzt sind wir über die Hälfte schon drüber. Wir haben einen richtig guten Überschuss mittlerweile erwirtschaftet. Das heißt, die Staatsschuld geht ordentlich runter. Und jetzt ist die Frage, wie verändert sich die Beliebtheit? Ein Minister ist jetzt zurückgetreten. Das war zu erwarten. Da müssen wir jetzt reagieren. Die anderen sind eigentlich noch relativ zufrieden. Also das haben wir gut gemacht, wie wir die Minister hier aufgestellt haben. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall jemanden, der im Wahlkampf gut ist. Da eignet sich, ja, aber die ist für die Religiösen gut. Das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Sie wäre auch gut für den Wahlkampf, aber sie bringt nur 0,5 politisches Kapital. Das ist natürlich nicht gut. Das ist jetzt schwierig. Die anderen haben überhaupt keine Skills. Er könnte das auch ganz gut, aber er ist eigentlich bei Recht und Ordnung nicht so gut geeignet. Macht aber nichts. Der bringt 2,1 politisches Kapital. Den nehmen wir jetzt. Der lohnt sich auf jeden Fall bis zur Wahl. Das ist, glaube ich, die richtige Entscheidung. So, jetzt sind wir aber zusammengebrochen bei der Abstimmung. 43% würden uns aktuell bloß wählen. Also jetzt müssen wir schauen, dass wir die Beliebtheit wieder nach oben kriegen. Heißt, wir wollen die normalen Verdienten größtenteils jetzt glücklich machen. Und das geht nur mit der Einkommenssteuer. Und die würde ich sagen, setzen wir jetzt wieder schön runter. Wie kriegen wir die noch glücklicher? Durch die Eigentumssteuer, Solidaritätssteuer. Ja, Eigentumssteuer müssen wir auf jeden Fall auch noch senken. Und dann müssen wir ein paar Aktionen fahren nachher. Zum Beispiel Reden halten und natürlich auch wieder so ein paar PR-Auftritte machen. Antirassismuswoche können wir jetzt auch mal einführen. Kostet ordentlich, aber das können wir auf jeden Fall machen. Das hilft uns auch bei der ethnischen Minderheit, dass die uns wählen. So, Fracking, das ist auch ein heikles Thema. Also wir haben hier mit richtig heiklen Themen zu tun. Ich möchte nochmal klarstellen, dass wir natürlich nicht hier nur Entscheidungen treffen, die unserer politischen Einstellung wirklich entsprechen, denn ansonsten würden wir wahrscheinlich nicht wiedergewählt werden, weil eine zu soziale Politik führt einfach ins Nichts. Das haben wir bei unserem ersten Versuch gesehen. So, Fracking wird auf jeden Fall verboten. Stört jetzt die Kapitalisten, aber das ist egal, die Umweltschützer sind glücklich. Das ist, glaube ich, eine gute Situation für uns. Ja, jetzt wird die Eigentumssteuer geändert. Merken die natürlich, dass ich da runter und jetzt wieder hochgegangen bin. Da lassen sich die nicht so wahnsinnig davon beeindrucken. Aber die Umfragewerte zeigen, dass sie sich eben doch beeindrucken lassen. So, und so können wir jetzt eigentlich weitermachen. Ich bin sehr zufrieden mit den Finanzen hier oben. Die Frage ist, wo können wir vielleicht nochmal ein bisschen was sparen? Vielleicht auch mal hier hinten, dass wir Kleinigkeiten ein bisschen einsparen können. Wie wäre es zum Beispiel damit, dass wir die Lebensmittelmarken nur noch Mittel vergeben, dann sparen wir uns Geld. Das wird die Armen jetzt ein bisschen unglücklicher machen, das ist mir schon klar. Aber letztendlich müssen wir einen Spagat finden. Wir können jetzt nicht immer nur auf die Rentner und die Selbstständigen und die Vermögenden gehen. Wir müssen schon auch schauen, dass wir die anderen auch mal ein bisschen beschneiden, sozusagen. Gesundheitscoupons sind schon ganz unten, trotzdem teuer. Wie viele Punkte haben wir noch? 8. Da können wir bestimmt noch was machen. Polizei wollen wir nicht senken. Entwicklungshilfe. Lass uns die Entwicklungshilfe mal ein bisschen nach unten schrauben. Das ist jetzt zum Beispiel auch absolut nicht meine politische Einstellung.
Aber wir machen es einfach, weil wir wiedergewählt werden wollen. Schauen wir mal, wie sich das auf die Beliebtheit auswirkt. Aufs Finanzielle wirkt sich auf jeden Fall gut aus. Unterstützung für Demokratie, Demonstrierende. Demonstrierende unterstützen, ja. Ganz klar. So, Wahlkampfreden verfügbar. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. So, Umfrage 58%. Sinkt wieder ein bisschen, aber wir sind immer noch im absolut grünen Bereich und wir können jetzt Wahlkampfreden halten. So, wir müssen natürlich was machen, was uns Beliebtheit generiert. Umweltschützer werden beliebter dadurch. Also wir werden bei Umweltschützern beliebter, das ist wichtig. Ansonsten haben wir viel, wo das Rote überwiegt. Klar, wir sind ja schon relativ be beliebt. Deswegen würde ich jetzt eigentlich nur diese beiden Dinge hier machen. Was anderes lohnt sich, glaube ich, gerade nicht. Was haben wir hier? Das sind die Vermögenden. Das sind die Armen. Ja, da werden die Vermögenden halt noch saurer. Das ist uns wurscht. Ich glaube, das lohnt sich. Was haben wir hier? Die Sozialisten. Die Kapitalisten. Nee, das machen wir nicht. Was hätten wir hier? Gewerkschafter freuen sich. Die Selbstständigen. Nee, wir können die Selbstständigen nicht unglücklich machen. Das wäre ganz, ganz blöd. Ja, ich glaube, dabei belassen wir es. Dann hoffe ich mal, dass das einen positiven Effekt hat. Müsste eigentlich. Ja, ganz leicht. Jetzt kommen wir hier hin. Das wird natürlich die Vermögenden unzufrieden machen, aber jetzt geht es richtig nach oben bei den Umweltschützern. Ja, mega gute Auswirkungen. 10% plus bei den Rentnern, 5 bei den Umweltschützern, 10 bei den Armen und wir machen minus ein bisschen bei der Jugend und viel bei den Vermögenden. Stört uns aber letztendlich nicht, denn wie gesagt, von den Vermögenden haben wir ganz, ganz wenige nur im Land. Und das sorgt letztendlich dafür, dass wir an Popularität wahrscheinlich jetzt ordentlich gewonnen haben. Schauen wir es uns mal an. Und jetzt werden wir auf jeden Fall noch ein paar PR-Auftritte machen müssen. Wieder Atomwaffentests bei Nachbarn. Das ist ein bisschen besorgniserregend, muss ich sagen. Nicht, dass wir hier in den Krieg verwickelt werden. Umfragebericht 60%. Also Beliebtheit ist gestiegen. So, und jetzt würde ich gerne, glaube ich, keine Wahlkampfrede machen. Wobei doch, das passt mir. Sehr gut, das würde ich auch machen. Es gibt zwei Sterne, zwei Pfeile plus. Und das da unten machen wir wieder. Machen wir einfach wieder ein bisschen was. Einfach immer wieder ein bisschen für Beliebtheit sorgen. Das bringt uns unterm Strich dann weiter. Das ist ganz wichtig für die Selbstständigen jetzt. Und hier wieder für die Umweltschützer. Also, das ist wieder sehr, sehr gut für uns gelaufen. Da werden wir wieder an Beliebtheit ordentlich zulegen. So, aber wie mache ich jetzt diese PR-Auftritte? Wählerwahrnehmung. Hier, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor hier. Wir haben aktuell 2% plus bei der Vertrauenswürdigkeit, 12% minus beim Punkt Führungsperson und ich bin sehr, sehr teilnahmsvoll. Also ich bin ein sehr, sehr sozialer und netter Bundeskanzler, das kann man sagen. Aber ich bin nicht so eine starke Führungsperson und genau das wollen wir jetzt ändern. Da müssen wir jetzt einen ordentlichen Medienstunt hinlegen. Die Erfolgschance ist nur relativ gering bei den ganzen Geschichten hier. Aber lass uns mal ein Wohltätigkeits-Fußballturnier kicken. Ja, und es hat was gebracht. Und schon sind wir bei plus 12. Und das bringt uns jetzt natürlich einiges. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das für eine Auswirkung hat. Ich spare mir jetzt extra mal diese politischen Kapitalpunkte auf. Denn es kann sein, dass wir die gleich noch brauchen werden. Und jetzt kommt es gleich zur Wiederwahl hoffentlich. Kontroverser Aufmarsch. Eine rechtsextreme politische Gruppe plant einen Aufmarsch in der Hauptstadt. Die Gruppe zeigt heftige rassistische Tendenzen und die Polizei ist überzeugt, dass es zu gewaltsamen Ausschreitungen zwischen den Marschierenden und Gegendemonstranten kommen wird. Sollte der Marsch stattfinden. Die Polizei rät zu einem Verbot. Dann verbieten wir ihn doch. Da sind die Liberalen jetzt natürlich. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Die Liberalen jetzt richtig pisst, aber ich glaube, dass das die richtige Entscheidung war. Wahlversprechen sind jetzt verfügbar. Schauen wir uns an, ob wir da irgendwas machen können. Also Justizvollzugsanstalten haben wir nicht geschafft. Wahlversprechen finde ich ganz schwierig, ehrlich gesagt, einzuhalten. Das kannst du ja teilweise überhaupt nicht machen.
Wie will ich denn das noch senken? Wir sind ja schon weit unten bei der Steuer. Nee, da machen wir gar nichts. Ich würde sagen, wir machen höchstens nochmal eine Rede, wenn wir da was machen können. Ob uns da irgendwas was bringt. Aber es scheint fast nichts zu sein. Religiöse könnten wir jetzt noch ein bisschen glücklich machen. Das würde ich jetzt fast machen. Wir machen einfach nur eine Rede, wo wir jetzt ein bisschen die Religiösen positiv belabern. Mehr machen wir nicht. Da gibt es ja einige bei uns im Land und die haben wir schon ordentlich vergrault in unserer Amtszeit, in unserer ersten und jetzt auch in der zweiten, muss ich sagen. Das wäre also ganz gut, wenn wir da vielleicht ein paar nochmal für uns gewinnen könnten. Ja, plus 5%. Das hat ein bisschen was gebracht. Jetzt ist, glaube ich, die letzte Runde vor der Wiederwahl. Und wir stehen bei einer Popularität von 56%. Also sicher ist das Ding noch nicht. Vielleicht können wir nochmal was machen in Sachen Wählerwahrnehmung. Also 30% plus teilnahmsvoll, 16% Führungsperson, 3% nur vertrauenswürdig. Das würde ich jetzt gern nochmal steigern. Wäre halt gut, wenn das nicht sinkt. Das machen wir, glaube ich. Es hätte eine Auswirkung von 12% und eine Erfolgschance von 80. Komm, das wird schon gut gehen, oder? Nein, es geht schief. Das war jetzt bitter. Kann ich nochmal was machen? Nicht das gleiche auf jeden Fall. Vielleicht nochmal ein anderes. Das hätte eine Auswirkung von 32%. Erfolgschance 50%. Wir riskieren es. Oh, nein. Oh nein. Jetzt bin ich maximal unvertrauenswürdig. Boah. Ging das nach hinten los? Die Medien zerstören mich gerade richtig. Wir machen da jetzt weiter. Schlimmer kann es wohl nicht werden. Oh Gott, es wird noch schlimmer. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Jetzt sind wir bei minus 50%. Schlechter geht's nicht. Ja, kurz mal, das halt auch noch. Können wir eh nichts mehr verlieren. Das ist wieder schlecht gelaufen. Also alle Medienstunts sind gescheitert. Oh Gott, ich bin maximal unvertrauenswürdig. Jetzt müssen wir die anderen Werte hochpushen, oder? Das geht gut. Da sind wir jetzt bei 44% und hier bei 30%. Ich glaube, das reicht mir. Ich hoffe, dass das gut geht, Leute. Das haben wir jetzt richtig verkackt. Vielleicht müssen wir doch ein paar Wahlversprechen abgeben. Nee, können wir jetzt nicht mehr. Boah, jetzt bin ich wirklich richtig gespannt, ob das am Ende reicht, um wieder gewählt zu werden oder ob wir es uns jetzt mit den Medienstunts versaut haben. Also finanziell haben wir den Staat jetzt richtig auf Vordermann gebracht. Wir haben richtig viel Gewinn gemacht. Schaut euch das mal an. Wenn wir jetzt wiedergewählt werden, sind wir, glaube ich, auf einem richtig guten Weg. Da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt gilt's, Leute. Die Bürgerallianz, das sind wir ganz links. Packen wir es, nochmal gewählt zu werden. Auf geht's. Oh, jetzt kommen die Sozialdemokraten, aber wir bleiben vorne. Die Vereinigten Republikaner haben keine Chance, das schaffen wir. Wir schaffen es locker. 65% der Stimmen. Also, nachdem wir letztes Mal 62% hatten, haben wir jetzt 65%. Wir schaffen es tatsächlich erneut, gewählt zu werden. Insgesamt 51,5% der Bürger haben uns gewählt, 21,1% Nichtwähler. Also, das war sehr, sehr erfolgreich und dementsprechend haben wir es geschafft, erneut zu regieren, muss man ja sagen. Wir regieren ein weiteres Mal für 4 Jahre und die gibt's in der nächsten Ausgabe zu sehen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Schauen wir mal, wie viel Prozent wir noch erreichen. Bei 65 sind wir mittlerweile angekommen. Schauen wir mal, ob wir es nächstes Mal über die 70% schaffen. Ich hoffe, euch gefällt dieses Let's Play und ihr schaltet wieder ein, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, Slevin ist Politiker.